So, servus, willkommen mal wieder bei Max Works. Es gibt mich noch auf YouTube, man muss mich nur nicht finden. ich habe jetzt endlich mein Gartenprojekt durch und jetzt bin ich gespannt. Ich möchte mal wieder in die Werkstatt gehen und ich habe ein paar tolle Projekte vor. Hoffe ich, dass sie toll werden und vielleicht nehme ich euch hin und wieder mal mit. Jetzt gehen wir erstmal runter in die Werkstatt. Folgt mir einfach, unauffällig. Dann kommen hier Zwischenlager Nummer oder Vorlager 1. Hier steht noch ein Projekt, das noch nicht fertig ist. Vorlager Nummer 2, das ist so Reste, Shoplager. Vorlager Nummer 3, Holz. Dann sind wir in der Werkstatt. Ja, schön, sie ist noch da. Jetzt sind wir hier unten in meinem Saustall, den ich hier hinterlassen habe, als ich das letzte Mal gegangen bin. Ich habe natürlich das, was ich im Flur habe liegen lassen, jetzt nicht mitgenommen, brauche ich natürlich. Hole ich jetzt dann räume ich hier ein bisschen auf und dann, keine Ahnung, erzähle ich ein bisschen. Oder auch nicht. Kennt mich ja. So, hier unten, den Rest lasse ich oben, brauche ich noch gar nicht. Das sind jetzt Material für zwei super kleine Projekte, die ganz schnell gehen sollen, die zeige ich auch gar nicht. Die sind für ein Mega-Event, das jetzt dann am Samstag startet. Da filme ich garantiert auch mit. Und was es da dann zu sehen gibt, das seht ihr dann im nächsten Video, hoffe ich, kennt mich ja. Und da kommen die dann wieder vor. Aber jetzt dürft ihr mir dann ein bisschen beim Aufräumen zuschauen. Und ja, viel Spaß dabei. Halbwegs Ordnung ist drin. Halbwegs. Jetzt kommt das Schlimmste, ich muss hier noch ein bisschen Platz schaffen, weil für Samstag brauchen wir mehr Platz, als die Werkstatt eigentlich hat. Deswegen darf ich hier zum Beispiel mal raus aus der Werkstatt, die Welt ein bisschen anschauen. Ich frage mich nur, wie ich das Ding alleine stellen soll. Aber das kriegen wir hin. Und wenn nicht, live dabei oder dann dabei, wenn ich mir das Kreuz bringe. Geil. Auch schon sehr schwer. Also, Werkstatt ist etwas aufgeräumter als davor. Etwas. Ich glaube, das Eindrucksvollste ist, dass die Drechselbank weg ist. Ja, das Gröbste ist getan. Ich baue jetzt diese zwei kleinen Projekte für den Samstag. Und ich hoffe, dass die auch cool werden. Das werden, wie gesagt, ganz schnelle kleine Projekte. Die seht ihr dann im nächsten Video, hoffe ich.
und in einem größeren Video, aber da möchte ich noch gar nicht so viel verraten dazu, aber es wird geil. Es wird geil und ich hoffe, mein ganzes kleines Blabla heute und aufräumen hier, aufräumen da, hat euch jetzt nicht zu sehr abgeschreckt, das nächste Video auch noch anzuschauen. Das war jetzt auch so ein bisschen mehr ein Test, ob das Ganze hier wirklich hinhaut. Wir haben auch neue Technik. Ein Richtmikro, in der Hoffnung, dass der Ton auch besser wird mit den neuen Videos. Wenn ich jetzt hin und wieder, manchmal vielleicht, wer weiß das schon, ein Video mache und ich euch hoffentlich wieder ein bisschen mitnehmen kann in meine kleine Werkstattwelt, hat mich auf alle Fälle gefreut, mal wieder eine Kamera in der Hand zu halten und würde mir wünschen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wenn ihr wirklich wissen wollt, dass es weitergeht, abonnieren. Wir sehen uns. Ciao.